Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Wir dürfen heute eine neue Strecke testen, die wollen wir euch natürlich zeigen. Kleinfurt nennt sie sich und das Ganze wurde gebaut von Spieler 3600. Erstmal vielen herzlichen Dank dafür, dass wir die Karte schon vorab testen dürfen, bevor das Ganze jetzt released wird. Die Karte Kleinfurt ist gar nicht so klein, wie sie mit dem Namen herkommt. Die ist eigentlich schon relativ weit ausgebaut. Und wie das Ganze natürlich aussieht, möchte ich euch natürlich hier in dem Video hier heute vorstellen. Das Ganze ist natürlich noch alles in der Beta, das ist noch nicht final, da kommt natürlich noch einiges dazu. Insgesamt sind aktuell 3 Linien geplant, 2 davon sind gerade schon so gut wie fertig, wird natürlich noch ein bisschen weitergebaut und die letzte Linie wird dann im Anschluss wenn alles soweit fertig ist. Und ja, wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, mal anschauen. Das Ganze kommt mit der Karte. Er hat ein eigenes Repaint gebastelt und hat auch eine eigene FIS-Datei. Allerdings weiß ich nicht, ob ich jetzt das Richtige ausgewählt habe, denn der Name haut nicht wirklich hundertprozentig mit dem überein, wie die Karte heißt. Und das macht es natürlich ein bisschen schwer, das alles zuzuordnen. Also da vielleicht als kleinen Tipp da von mir an der Stelle, versuch die FIS-Datei. Das war knapp. Ich muss mich entschuldigen hier, es ist immer noch die gleiche Aufnahmetechnik und es blitzt und donnert schon seit 2 Nächten lang. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns die Karte heute mal anschauen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und ja, lange gelabert und dann würde ich mal sagen, einfach mal reingesprungen. So, Schlüssel gesteckt. So, vorwärts und erstmal hier soweit alles einstellen. Das erste Mal mit dem neuen Update unterwegs hier, mit dem Update 038. Ja. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall schön gemacht, ja. Ansagen sind natürlich noch nicht vorhanden. Ne? Da, mal gucken, ich glaube, dass dadurch, dass es eine fiktive Karte ist, spricht er das auch selber. So, jetzt müssen wir mal allerdings mal gucken, was können wir denn hier schildern? Ich weiß leider noch nicht, Oh, warte mal. Mein Lenkrad ist angeschlossen. Da reagiert ja sofort. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So, Dorflinde. Das Problem ist, ich weiß noch nicht so ganz so hundertprozentig, wie wir hier fahren gerade. Wir fahren ja erstmal gucken, schauen, tun und so, ne? So, schauen wir mal. Zip, 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 zip. Steht hier was Schlaues dran? Kann ich davon irgendwas benutzen? Das wäre traumhaft. Weilerstadt, das steht hier gar nicht dran. Also es ist auf jeden Fall schon die falsche Hofdatei gewesen hier, die ich ausgewählt habe. Also sind wir auf der Linie 5 unterwegs, so wie ich es jetzt gerade richtig sehe. Okay, dann würde ich einfach sagen, schildern wir einfach Fahrschule 901, damit überhaupt irgendwas geschildert ist. Und dann ja, machen wir das Ganze. Achso, das war ja stimmt, das war ja 9. Bild hoch, Bild runter. Ah, okay, ja genau, jetzt kann man wirklich so hin und her springen. Das war ja mit den Ansagen die größten Neuerungen, glaube ich. So, Ziel, was hatte ich gesagt, jetzt 900. Ja, erstmal bestätigen. So, Ziel, nein, löschen. Ziel 900. So, Betriebsfahrt, passt. Okay. So, jetzt kann man hier einfach, ja, stimmt, wir können jetzt einfach, wundervoll. So, was hat er jetzt hier gemacht? Hier? Ja, okay, jetzt geht's los. Allerdings wollen wir nicht geradeaus fahren, sondern ich wäre jetzt gerne in die Schleife gefahren. So, alles klar. Ich sehe schon. Ja, hätte ich auch geguckt, dann hätte ich gesehen, dass sie falsch liegen. So, und damit geht's los hier mit Lotus. Wieder eine neue Runde drehen. Ah, schön. Ja, in dem letzten Update sind ja jetzt die Haltestellenansagen dazu gekommen, in der Versionsupdate 038. Ich habe dazu ja
ein kleines Infovideo gemacht habe, aus euch aber noch nicht gezeigt. Das ist hier die H-Taste, die müsst ihr dann drücken. Das ist eigentlich genau das gleiche, wie wenn ich jetzt das hier mache. Unter dem Birken. Das funktioniert jetzt halt innerhalb von Lotus jetzt halt. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich leider auch noch nicht. Ich fand das ein bisschen kompliziert. Ich hatte mich da mit dem Joe. Hört ihr mich überhaupt? Ich mach mal kurz den Ton leiser, weil der ist ja hier scheinbar schon sehr laut hier wieder. So. Also, wie gesagt, Haltestellenansage hier. Wenn ihr da jetzt drauf drückt, wo ist meine Maus hin? Da ist meine Maus. Hier auf der Taste, auf die H-Taste drückt, dann wird dementsprechend die Ansage abgespielt. Also die Ansage, die jetzt hier zum Beispiel, ne, diese Ansage wird dann praktisch abgespielt. Und das funktioniert jetzt innerhalb von Lotus. Ich selbst habe das ja extern gemacht über eine externe Hardware, die ich mir extra, nicht extra dafür gekauft habe, aber halt für mein Streaming und alles sowas benutze. Und da kannst du halt Töne abspielen lassen halt, ne? Also ist egal wo, egal wie, ich könnte jetzt hier auch Battlefield spielen und könnte jetzt die Haltestellenansage abspielen lassen. Ja, und das spielt in dem Programm ist es völlig wurscht, ja, wo ich das halt abspiele. Und das ist jetzt hier alles integriert jetzt halt in Lotus. Und wie das Ganze funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Da habe ich noch keinen Plan, ich habe mir das noch nicht angeschaut. Der Joe hatte mich schon angeschrieben und meinte so, guck dir das mal an, das sieht irgendwie ein bisschen kompliziert aus. So, hier sieht es ein bisschen aus, als ob wir hier gegenknallen. Ah, das Schamhaar ist breiter. Okay, wir verlieren hier einfach das Dings runter. Haben die was am Sound gemacht? Klingt so, oder? Haben die was am Sound gemacht? Mysteriös. So, auf der Linie 5. Die haben da was am Sound gemacht. Wie bescheuert? Das müsste ich mir jetzt echt mal meine alten Videos anschauen. Das klingt doch anders. Dieses greichende Etwas, was da jetzt gerade so, was ihr so hört, das ist doch neu, das kenne ich nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir fahren geradeaus weiter, würde ich sagen. Wir müssen ganz schön runterbremsen, die ist nämlich ganz schön steil hier, die Kurve. Denke ich mal, die würde so nicht durchgehen. Ich hoffe, dass wir trotzdem immer noch auf der Linie 5 unterwegs sind. Das sieht gut aus. So. Türen auf, alles einsteigen bitte. Und alles zurückbleiben. Ja, hier haut auch irgendwas mit dem Gleis nicht hin. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das Gleisbett muss er tiefer packen. Uiuiui.
So, nächste Haltestelle. Ich habe das Ganze jetzt noch schön mit Ansagen. Traumhaft. Das ist natürlich der Vorteil an Fiktiv, ne? Da kannst du die Haltestellen sozusagen selber einsprechen. Und wenn man sich nicht traut, dann kann man ja irgendeinen YouTuber dazu fragen, ne? Und dann klappt das schon, der die Ansagen dann zum Beispiel einspricht. Ja, das Ganze hatte ich, ja, wie gesagt, mit dem Joe uns ja unterhalten, dass das Ganze irgendwie hochgeladen werden muss irgendwie. Also ich hätte es ja mir irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt, dass das Ganze irgendwie innerhalb der FIS-Datei passiert. Ja, das, die FIS-Datei ist ja einfach, so sieht es aus auf jeden Fall, ein verschlüsseltes Archiv. Genauso wie die Karte ja auch so ein bisschen verschlüsselt wirkt und alles sowas, ne? Wenn du da dementsprechend das richtige Packprogramm hast, dann kannst du die Karte wahrscheinlich auch richtig entpacken. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das halt dementsprechend auch nicht so hätte funktioniert, wenn man das Ganze dann einfach denn mit in die FIS-Datei einfach reinpackt in das Package und es dann einfach hochlädt. Kann aber natürlich auch sein, dass die FIS-Datei einfach nur ein Kritzelkratzel-Word-Dokument ist oder sowas, weißt du, bloß mit einem anderen Dateiformat. Dann klappt es natürlich nicht. Aber ich glaube, es hätte vielleicht eine bessere Option gegeben. Aber ich weiß es nicht. Da muss man jetzt erstmal sich damit mal auseinandersetzen, wieso, weshalb, warum ich das jetzt so hochladen muss. Wie wird das Ganze gehandelt, dass es jetzt halt praktisch landet das auf irgendeinen Server? Wenn ja, kann denn der Server darauf einfach zugreifen? Können denn andere Leute da einfach zugreifen auf diese Dateien? Also das ist noch irgendwie, das wirkt irgendwie noch alles nicht hundertprozentig... Weil wenn es nämlich so wäre, ja, dass ich jetzt zum Beispiel die Dateien jetzt, ich sag mal, hochlade, dann könnte ich sie zum Beispiel Joe gar nicht geben, weil ja denn, wenn ich Joe jetzt meine Ansagen gebe, die ich jetzt hier habe, für Berlin und Co., dann könnte ich sie gar nicht geben, weil ja denn jeder praktisch den Zugriff auf die Ansagen hätte. Und das möchte ich ja halt nicht, ne? Weil das sind halt... Ich selbst habe keine Lizenzen dafür und bevor ich in Teufels Küche komme, lasse ich es lieber, veröffentliche halt meine Ansagen, die ich aus Berlin habe, nicht und benutze sie halt wirklich nur selbst. Und dann ist es halt gut so, ne? Also dann ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Joe, das ist okay, ja, den gebe ich das halt, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich das jetzt so offiziell veröffentliche, dann geht das wiederum nicht. Und wenn das Ganze jetzt so gemanagt ist, dass das Ganze jetzt halt so wirkt, dass das Ganze jetzt auf irgendeinem Server landet, wo jeder drauf zugreifen könnte, dann ist das irgendwie, das hat sich jetzt von mir jetzt nicht irgendwie ersichtlich gemacht. Also da muss ich mich nochmal ranklemmen, nochmal ransetzen, muss mir das Ganze nochmal 100% nochmal anschauen, wieso, weshalb, warum, was ist da los? Und deswegen kann ich da vorher noch kein Tutorial machen, ne? weil auch schon gefragt wurde, ob ich nicht dazu mal ein Tutorial machen möchte. Bestimmt, Bock hätte ich schon drauf, aber dann muss ich erstmal gucken, wie wird das Ganze gemanagt halt. Ne? Ich versuche ja immer noch so ein bisschen Hintergrundinformationen halt zu erlangen, ja, um euch das natürlich gleich alles mitzugeben. So, jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen geradeaus... ich glaube, ich bin... gerade ausgefahren, oder? Oder bin ich hier rumgefahren? So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Leute. Also ihr seht schon, ne? Also der ist schon... Wieso kann ich mich jetzt hier nicht mehr bewegen? Hallo? Ach nee, ich bin anders gefahren. Ich bin gar nicht von hier gekommen. Dann müssen wir hier rum. Wir hätten nach rechts rumgemusst. So, also, dann heißt es wieder rückwärts fahren. Dann war das, wie es schon gerade lag, schon richtig. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich natürlich viel über das neue Ansagensystem jetzt gequatscht, ne? Aber es ist auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich mal eine neue Lotus-Folge aufgenommen habe. Ich weiß, für den einen oder anderen ist es echt zu wenig Content, den ich hier aktuell von Lotus bringe. Aber wenn ihr das Ganze mal ein bisschen mitverfolgt und das Ganze mal auf Steam einfach mal schaut, es wird einfach so gut wie nichts mehr veröffentlicht. Also das ist schon wirklich, wenn ich hier mal eine neue Karte bekomme, bin ich schon sehr glücklich darüber, dass ich sie euch zeigen darf, ja? Und
freue mich da tierischst drüber. Da kann ich natürlich verstehen, dass der ein oder andere sagt so, oh, bitte mehr Lotus, wir brauchen Lotus in den Venen, ja, damit wir glücklich werden. Wenn natürlich der Content da ist, dann präsentiere ich das natürlich sofort, sobald ich kann halt, ja. Aber ich will euch jetzt natürlich auch nicht Content zeigen, der jetzt schon, der schon mittlerweile auf Micro Hazard TV lief. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen Quatsch, finde ich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ist euch das wurscht und wollt einfach nur Lotus sehen und dann in verschiedenen Ausführungen. Mal die Strecke mal mit dem R2.2b. Da habe ich übrigens auch Kommentare bekommen, dass der eine sich wünscht, dass ich mehr mit dem Münchner GT unterwegs bin, statt hier mit dem Lotus hauseigenen GT, da der Münchner einfach deutlich mehr Funktion mit sich bringt halt, ne? Weiß ich nicht. Ich selbst finde den Münchner GT jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ich bin ja jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sage, so, den fahre ich jetzt nur noch. Ja, auf jeden Fall, ich werde München noch öfter fahren, dann mal jetzt nicht mit Traurigkeit und so, ne? Aber wenn es halt geht, versuche ich auch mehr eigentlich immer mit meinem KT zu fahren, weil ich den einfach deutlich geiler finde. Wenn dann auch die Töne besser passen würden, dann wäre das ultimativ. Aber leider hapert es bei dem KT noch am Ton halt. Ja, ihr seht, ne, also wir fahren hier schon relativ lange. Er ist auf jeden Fall schon, holy shit, er ist auf jeden Fall schon weit dabei. Ihr seht auch, die Haltestellen sind relativ lang. Die sind ausgelegt für zwei GT6. Ja, also an der ersten Haltestelle wird gehalten, wenn ihr einen habt. Und an der zweiten, also hier wird gehalten, wenn ihr zwei GTs habt. Ja, sonst immer an der ersten halten. Am Bäumle. Und ich finde das eigentlich schon ziemlich cool, ja? Also wie weit das Ganze ist. Klar, es sind natürlich viele Häuser-Splines bei, ne? Ich weiß auch nicht, ob er eigene Objekte baut und diese dann auf seine Karte verbaut. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur Standard-Content gesehen und natürlich Steam-Content. Zum Beispiel das Gras und alles sowas, das ist ja vom BLV, ne? Erkennt man ja sofort. Hinten haben wir den Waldsblind, den sehe ich schon. So ein bisschen irgendwie so getrickst wie mein alte Waldbahn. Warum nicht, ne? Und wir haben mal schöne lange Fahrstrecken. Nicht nur Haltestelle an Haltestelle direkt, sondern wirklich mal wie so eine Stadtbahn eigentlich, so ein bisschen eher. So, Türen auf. Ja, vielleicht schon mal unser Bild machen. Mal schon mal hier stehen aktuell. Oberleitungen fehlen, sehe ich jetzt gerade. Jetzt, wo ich das Bild mache, dass die Oberleitungen nicht da sind. So, Kaufunger Wald, ja. Ist das hier alles klar? So, Leute. Ja, hier fehlen das Polygon, der Bodenpolygon fehlt. Aber so, ne? Da habe ich ja auch meinen Wald hier aufgebaut. Wisst ihr ja, ne? Hier bei der alten Waldbahn. Kommt dem auf jeden Fall schon sehr ähnlich.
So wie es aussieht, ist sogar mit Höhendaten hier. Was ist denn hier los? Wenn sie jetzt noch Multiplayer-tauglich ist, na dann gute Nacht. Bin ich voll dabei. Es regnet sich so richtig schön wieder ein hier, alles zum Kotzen. Ich meine, solange es nachts regnet, ist es wurscht, ja. Oh, jetzt müssen wir uns ganz schön hochquälen hier. Jetzt geht's gleich wieder bergab. Hui. So, genau, jetzt kommt nochmal so ein Stück, wo einfach nichts ist. Aber dann geht's gleich weiter. Ich dachte jetzt hier auch schon, dann ist es zu Ende hier. Nein. Nein, nein, nein. Es geht noch weiter. Also auf jeden Fall muss ich sagen, er ist schon relativ weit mit seiner Linie. Er meinte zu mir, wo er mich gefragt hatte, ob ich seine Karte testen will. Ob ich mal seine Karte angucken muss. Das sind bloß zwei, drei Haltestellen. Ich dachte mir so, okay, naja. Ne. Schaust du dir an, guckst du mal, ne, gibst dein Feedback ab, so. Ja, zwei, drei Haltestellen. Genau. Die haben was am Ton gemacht. Der Ton hört sich anders an. Holy shit, ich höre das. So, hier stand irgendwie dran, dass die nicht immer bedient wird im Ladescreen. Er hat nämlich natürlich auch schon einen eigenen Ladescreen, hat er dementsprechend halt auch schon fertig. Ja, also auch da hat er schon sich dran geklemmt mit schon Update-Informationen und alles sowas. Also Spieler 3600, der hat sein Projekt sehr, sehr lange geheim gehalten. Insgesamt hat er mir geschrieben, sitzt er seit 70 Stunden an der Karte dran. 70 Stunden. Und dafür muss ich ganz schön sagen, ist ganz schön weit, ne? Für 70 Stunden. Ah, da kommen die Überlandsobjekte vom BLV. Sonnenblumen. Ist das dieser Motorton, den sie gesagt hatten? Der klingt aber irgendwie denn. Klingt das so? So, und hier erreichen wir erstmal vorerst unsere Endhaltestelle von der Linie. Ja, was soll ich sagen? Es ist schön, dass immer noch Karten gebaut werden für den Lotus-Simulator. Erstens finde ich das wirklich schön. Zweitens, er hat das wirklich schön abwechslungsreich gebaut. Es ist nicht so, es ist einfach nur eine Stadt und fertig ist es, wie jede andere Stadt halt auch. Sondern wir haben hier Überlandfahrten, lange Überlandfahrten hier drin, die natürlich dann teilweise auch schon gut ausgebaut ist. Solche Sachen sind natürlich in Beta okay, sind akzeptabel, ne, muss aber auf jeden Fall dementsprechend angepasst werden. Und Allgemeinheit, ne, die ganzen Polygonfehler, da muss man noch, also du kriegst zwar nicht alle weg, aber zum Großteil bekommst du die hier. Hier ist definitiv diese Stelle hier, warte mal jetzt, wo ist meine Maus hier? Maus. Diese Stelle hier, die kommt definitiv von hier, zwar von der Garage. Ne, da ist das Polygon schneidet praktisch oder berechnet irgendwie den anderen Polygon falsch. Dadurch kam diese zustande. Das sind halt immer so,
diese kleinen Kniffe, Trickse. Oder versuche einfach auch mal, wenn du jetzt hier halt dein Polygon hast, obwohl das sieht eigentlich aus wie die Straße, einfach die fertige Straße, ne? Obwohl, sollte das ein Polygon halt sein, versuch die mal zu cutten, ne? Dass du hier zum Beispiel mitten hier in der Stelle hier einfach mal hier die eine, das eine Polygon endet und an der Stelle auch das nächste Polygon gleich wieder anfängt. Kriegst du meistens halt auch schon immer diese Fehler raus. Oder hier zum Beispiel an der Stelle, ne? Da läuft alles schief irgendwie. Hier ist irgendwas, wird mit der Weiche schon komplett falsch berechnet hier. Ne? Dadurch halt diese Ausraster hier mit von wegen nicht geladenen Polygonen. Das sind halt immer so diese kleinen Kniffe, die lernt man halt mit der Zeit, um diese Fehler halt praktisch wegzumachen halt. Ne? Also das lernst du nicht gleich am Anfang. Sonst, wir haben jetzt eine sehr angenehme Fahrzeit gehabt, also jetzt nicht nur 2-3 Minütchen oder sowas, sondern wir waren jetzt hier, ich denke mal, gute 20 Minuten unterwegs. Ne? Aber ihr seht, man sieht halt, ne, dass das alles halt von der Haltestellenposition her alles viel zu dicht ran, weil dieses Schild würde jetzt nicht mehr dastehen, wenn wir jetzt da lang gefahren wären, weil wir hätten das definitiv mit unserem Spiegel abgerissen. Ne? Also das sind halt so kleine Sachen. Klar, Dekoobjekte fehlen noch, ne? Es wird natürlich noch alles weitergebaut. Ich muss aber sagen, so für den ersten Eindruck finde ich es großartig. Ja? Sie sieht auf jeden Fall sehr schön aus, fährt sich sehr angenehm und beinhaltet, wie gesagt, schon zwei Linien. Ist nicht nur eine Linie, sondern zwei Linien und eine dritte kommt noch dazu. Aber da muss man natürlich jetzt erstmal ran, ne? Das Ganze mit der Oberleitung versehen, dass alles ein bisschen belebter wird halt, ne? Viel mit Bodenpolygonen arbeiten halt, ne? Gerade so in dem Abschnitt Waldgebiet, ne? Da findest du bestimmt eine schöne Bodentextur. Ja, und sonst kann ich das auf jeden Fall sehen lassen. Das wird nicht mehr allzu lang hier, hat er schon gesagt gehabt. Also ein paar Haltestellen kommen zwar noch, aber sonst sind wir hier eigentlich schon Ende eigentlich in der Regel angekommen. Wir sind ja hier schon nämlich Kaufung Hauptstraße und die Linie 5, die fährt ja bis Kaufung, ne? Ach ne, bis Weilerstadt. Dann habe ich keine Ahnung, wie viel da noch kommt. Kann mir auf jeden Fall schreiben, der Spieler 3600. Ja, aber das soll es eigentlich schon gewesen sein von der heutigen Folge hier mit unserem Lotto-Simulator. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie euch das Ganze jetzt gefallen hat, so von der Streckenführung her. Denn nutzt die Kommentarfunktion, ist euch was aufgefallen, was mir jetzt nicht aufgefallen ist. Ich habe allerdings vergessen, in den Himmel zu gucken, ob da irgendwo schwebende Objekte sind. Schön auch, muss ich mal sagen, dass das Ganze mit DEM gebaut worden ist. Und richtig geil wäre es, wenn die sogar Multiplayer-tauglich wären. Da kann er sich auch nochmal dazu äußern, ob das Ganze so ist. Und ich verabschiede mich hier auf jeden Fall. Hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Party wieder. Damit verabschiede ich mich. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.